Meine Damen, meine Herren, herzlich willkommen bei dem Pretty Old Pixel. Ich heiße Alexander und ich freue mich sehr, dass ihr in eine weitere Replay-Folge zum Spiel Sigunis eingeschaltet habt. Nachdem ich bisher die Version für den Commodore 64 und den Schneider CPC gespielt habe, ist heute die Portierung für den Atari 8-Bit-Rechner dran, also für den Atari 400 bzw. 800. Das Spiel ist im gleichen Jahr erschienen wie die 64er-Version, das heißt 1985, und anders als die Schneider CPC-Version ist diese Version intern von Datasoft selber entwickelt worden. Beteiligt hieran waren wieder Scott Spanberg, der auch im Intro genannt wird, sowie Kelly Day, die für die Grafiken zuständig war, und neu hinzugekommen ist Richard Mursky, der ebenfalls an der Programmierung beteiligt war und von dem ich ausgehe, dass es sich hierbei um den Apple II-Spezialisten handelt. Wir befinden uns wieder direkt beim Titelbildschirm und ich bin gespannt, wie die Version sich hier spielen lässt. Mit der Schneider CPC-Version bin ich leider nicht so richtig warm geworden. Hauptproblem war hierbei die Steuerung, die wesentlich pixelgenauer erfolgen muss als bei der 64er-Version und deshalb, zumindest für mich, schwieriger zu beherrschen ist und war. Wenn ihr euch das entsprechende Video hier bei dem Pretty Old Pixel ansieht, werdet ihr verstehen, was ich meine, und ich bin mal gespannt, wie die Steuerung hier bei der Atari 400 bzw. 800-Version ist. Bevor wir jedoch starten, kommen wir erstmal zum Titelbild. Es ist das gleiche Motiv wie bei den zwei anderen Spielen. Wir sehen im Hintergrund den alten Leuchtturm, wir sehen rechts die Goonies und wir sehen auf der linken Seite ganz groß den Titel, The Goonies, 1985 bei Datasoft, programmiert von Scott Spanberg. Und anders als bei den anderen Versionen gibt es hier keinen Hinweis auf einen Publisher, wie zum Beispiel US Gold. Der Grund ist ganz einfach, Datasoft hat in den USA selber als Publisher fungiert, nur im Ausland hat US Gold diese Aufgabe für Datasoft übernommen. Und was wir auch hören können, ist eine Titelmusik, direkt beim Titelbildschirm. Das finde ich auch immer sehr, sehr positiv. Das ist sehr wichtig für die Einstimmung in das Spiel. Und ich freue mich jetzt gemeinsam mit euch, dieses Spiel hier spielen zu können. Ich verwende wieder den Competition Pro. Aber es gibt eine kleine Herausforderung. Es funktioniert leider nur der rechte Knopf. Der linke Knopf wird leider nicht erkannt, sodass ich mich etwas umgewöhnen muss im Verhältnis zu den anderen Versionen, die ich bisher gespielt habe. Aber ich glaube, das kriegen wir auch hin. Und ich schlage vor, dass wir direkt mit dem Spiel starten. Und wir befinden uns direkt im Inneren des Leuchtturms, das erste Level. Es fängt genauso an wie bei der 64er oder der Schneider CPC Version. Wir haben hier unsere beiden Hauptprotagonisten und die Sprites sehen aus wie die Sprites aus der 64er Version. Leider nicht wie bei der Schneider CPC Version. Da haben mir die Sprites etwas besser gefallen, weil die Figuren etwas besser zu erkennen waren als hier. Ansonsten gleicher Aufbau. Die Grafik ist natürlich nicht ganz so toll wie bei der 64er Version, aber immer noch sehr, sehr gut. Wir haben 5 Leben, wir haben 0 Punkte und ich schlage vor, dass wir direkt die Druckerpresse in Betrieb nehmen. Jetzt haben wir den Stuhl, wir haben 200 Punkte bekommen, das ist wie bei der 64er Version. Wir gehen hier mit dem Stuhl ganz nach oben. Die Druckerpresse ist in Betrieb. Ich habe umgeschaltet, ihr habt das Piepen gehört. Jetzt gehe ich runter und lösche mal das Feuer im Kamin, damit wir den Weg als Fluchtweg nutzen können. Und den ersten haben wir jetzt auch schon in Sicherheit gebracht. Umgeschaltet. Ich warte noch. Jetzt. Ah, das war nix. Sorry, nochmal. So, jetzt. Mal gucken, ob das eine knappe Angelegenheit wird. Ich glaube aber nein. Wunderbar. Das erste Level haben wir geschafft und wir befinden uns im zweiten Level und dieses zweite Level ist identisch mit dem zweiten Level der 64er Version. Bei der Schneider CPC Version war ja die Reihenfolge etwas anders, keine Ahnung warum, aber hier ist die Reihenfolge identisch und identisch ist leider auch die Musik. Bei der 64er Version gab es eine andere Musik, hier ist es die gleiche Musik wie im ersten Level und auch beim Titelbildschirm. Aber wir lassen uns hier nicht das Spiel vermiesen. Wir bringen erstmal unsere Figuren wieder sicher auf die andere Seite. Nummer 1. Es kommt Nummer 2. Wunderbar. Und da ist auch schon die Fledermaus. Die lassen wir vorbeiziehen. So, da ist die Fledermaus, die soll jetzt in der Mitte durchfliegen. Wunderbar, das tut sie auch. So, wir schließen es hier.
Perfekt. Noch ein Wasserkübel. Wir gehen hier hoch, schnappen uns den Schlüssel. Und es geht nach links. Und wir sind im dritten Level angekommen. Das zweite Level der Schneider-CPC-Version. Hier ist es wie bei der 64er-Version die gleiche Reihenfolge, wie ich es bereits gesagt habe. Wir haben oben die Person, die duscht. Wir bringen erstmal hier die Figur nach oben. Perfekt. So. Und hier hatte ich ja meine liebe Mühe, aber das war jetzt kein Problem. Die Steuerung ist hier, glaube ich, besser als bei der Schneider-CPC-Version. So, umgeschaltet. Muss etwas aufpassen. Okay. Was funktioniert? Upp. So, Nummer 1 in Sicherheit. Perfekt. Kein Problem. Gut, eine Figur habe ich jetzt verloren, aber der Durchgang ist jetzt offen. Das ist wichtig. Ich traue mich nicht. Ich warte erst, bis der Schuss vorbei ist. Warum schießt er nicht? Der wartet. Das ist ja natürlich nicht nett. So, schalt um. Eine Person haben wir schon in Sicherheit. Da ist die Wand, da kann nichts passieren. So, das sieht doch gut aus. Das sieht gut aus. Halte wieder um. Und ich warte, bis der Schuss sich gelöst hat. Wenn sich der Schuss löst. Ihr hört, ich habe ein paar Probleme mit dem Knopfdruck. Aber jetzt haben wir es geschafft. Jetzt haben wir es geschafft. Also irgendwas stimmt mit dem Joystick nicht, beziehungsweise hier mit der Steuerung. Egal, ich habe es geschafft. Wir sind im vierten Level, wir haben 3800 Punkte, wir haben noch 4 Leben. Und jetzt schauen wir mal, die Glocke wird betätigt, das heißt wir bleiben jetzt da, wo wir sind. Denn jetzt kommen die Fledermäuse. Bei der Schneider-CPC-Version war das ja ein bisschen anders. Da kamen nicht direkt die Fledermäuse, das kam erst später. Aber das ist nicht schlimm, das kriegen wir schon hin. Da sind noch 2 im Gang, die warten wir ab. Noch einer und weg mit dir, sehr gut. So, hoch runter. Perfekt. Ach, jetzt hat es nicht funktioniert. Das heißt, wenn die Steuerung nicht klappt, ist es natürlich doof, ne? Das kann man nicht anders sagen. So. Ach, das war knapp. Das war knapp. Schade.
So. Das ist echt doof hier mit der Steuerung. Aber jetzt geht es. Okay. Warum geht das jetzt nicht? Doch. Also nochmal. So. Jetzt geht's nicht mehr. Doch. Also, das macht nicht viel Spaß. Aber das hat was mit dem Emulator zu tun. Und nicht mit dem Spiel. So fair muss man sein. So. Okay. Moment, wir machen es anders, damit ich mehr Zeit habe. Perfekt. So. Keine Ahnung, warum es manchmal funktioniert und manchmal nicht. Wie jetzt zum Beispiel. Ja, meine Damen, meine Herren. Das bringt hier nichts, wenn ich ehrlich bin. Dadurch, dass ich nicht umschalten kann, oder besser gesagt, das Spiel umschaltet, wenn es umschalten möchte, wird es nicht möglich sein, dieses Spiel hier vernünftig weiterspielen zu können. Das liegt jetzt nicht an dem Spiel selber, es liegt am Emulator und ich habe leider keinen anderen Emulator gefunden, wo es besser funktioniert. Und ich bin tot und habe noch 3 Leben. Ja, meine Damen, meine Herren, ich breche an der Stelle ab. Nicht, weil das Spiel schlecht ist, sondern ihr habt gerade gesehen, die Steuerung ist ein Problem. Aber ich glaube, es reicht, um einen Eindruck zu bekommen, wie das Spiel ist. Wir haben 4 Level gespielt. Es ist wirklich wie die 64er-Version. Sie gefällt mir auch hier gut. Die Steuerung ist wesentlich präziser als bei der Schneider CPC-Version. Da kann und da werde ich nicht meckern. Die gefällt mir wirklich sehr gut. Was man vielleicht ein bisschen bemängeln kann, ist die Grafik als solche. Die ist nicht ganz so schick wie bei der 64er oder bei der Schneider CPC-Version. Sie ist etwas einfacher gehalten, auch von der Farbgebung her. Aber das ist halt den Atari 400 und 800 Hardware-Restriktionen geschuldet. Dafür kann das Spiel auch nichts. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß bei dem Spiel, wie ich es hatte. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr in die nächste Replay-Folge zu Segunis einschalten würdet. Wir würden uns auch sehr darüber freuen, wenn ihr in eins der anderen Replays bei uns auf dem YouTube-Channel bei dem Pretty Old Pixel einschalten würdet. Und wenn ihr uns mal live erleben wollt, dann habt ihr jeden Dienstag ab 20 Uhr auf Twitch die Möglichkeit dazu, beim Plätterabend, bei dem Selma und ich durch eine alte Computerspielzeitschrift blättern, über alte Zeiten, alte Spiele, alte Menschen reden. Das macht uns immer sehr viel Spaß. Und wenn ihr immer noch nicht genug von uns in einer Woche habt, dann könnt ihr auch noch am Freitag einschalten, ebenfalls auf Twitch, ab 20 Uhr spielt Selma eins der Spiele, die wir im Replay hatten. Das macht immer auch sehr viel Freude, ihm dabei zuzusehen und vielleicht habt ihr auch Lust, da mal live mit dabei zu sein. Mir bleibt an dieser Stelle wie immer nichts anderes übrig, als euch alles, alles Gute zu wünschen. Bleibt gesund, bis bald. Tschüss!